Schneller einen Termin beim Arzt, Einzelzimmer, Chefarztbehandlung. Privatversicherte gelten als Patienten erster Klasse. Aber was tun, wenn man sich im Alter die immer höheren Beiträge nicht mehr leisten kann? Erschreckendes Ergebnis von Finanztest. Viele Privatpatienten sind in teuren Tarifen gefangen. Und die Versicherer sind oft unwillig, preiswertere Alternativen aufzuzeigen. Für wen ist eine private Krankenversicherung heute überhaupt noch geeignet? Dazu mehr jetzt im ZIP-Service. Ja, Kostenfalle, private Krankenversicherung, unser Thema heute. Hermann Josef Tenhagen ist bei uns, Chefredakteur von Finanztest. Nein. Schön, dass Sie da sind. Wir haben es gerade schon so angedeutet im Opener, Zweiklassenmedizin wird gern gesagt, wenn man von privaten Versicherten spricht und gesetzlich Versicherten. Was ist der Unterschied zwischen beiden Versicherungsgruppen? Also erstmal ist der Unterschied, dass man nur in eine private Krankenversicherung rein kann, wenn man als Angestellter relativ viel verdient. Dann gibt es für Beamte Regelungen für Selbstständige. Und dann ist es so, dass Privatversicherte erstmal vom Arzt eine Rechnung bekommen, dann zu ihrer Versicherung gehen und dann von der Versicherung das Geld zurückhaben wollen, während man als gesetzlich Versicherter ja seine Karte hat, beim Arzt abgibt und dann ist alles geregelt. Die privaten Versicherer bieten an einigen Stellen oder an etlichen Stellen mehr Leistung an. Am Ende müssen sie dafür aber auch teurer sein. Und das sehen viele Leute vorher nicht. Ja, viele wollen erstmal an die Einsparung denken, günstige Tarife, werden das Lockmittel angeboten. Warum steigen dann die Beiträge bei den Privaten so massiv, je älter man wird? Naja, zunächst mal ist es so, dass die für die jungen Leute günstige Tarife anbieten. Wenn man als junger Mann oder junge Frau viel Geld verdient, müsste man bei der gesetzlichen relativ viel bezahlen. Und dann sind die privaten häufig günstiger. Das ist dann so ein Anreiz, um dahin zu gehen. Im Laufe der Zeit werden die aber deutlich und schnell teurer. Weil ein privater Vertrag, den man hat, die können die Leistung nicht mehr kürzen, anders als bei der gesetzlichen Kasse. Also das wird immer teurer und die Ärzte werden von den Privaten besonders gut bezahlt. Und das führt dann dazu, dass da die Beiträge deutlich schneller steigen als in der gesetzlichen Versicherung. Und plötzlich mit 50 steht man dann da mit einem Beitrag von 700 Euro und nicht mehr von 300. Es gibt viele, die werden auch vielleicht darüber reden, sich das nicht mehr leisten können. Für wen ist denn die private Versicherung überhaupt noch empfehlenswert? Wem würden Sie sagen, Mensch, für dich wäre das eine gute Variante? Also für Beamte ist das vernünftig, weil der Dienstherr, also der Staat, für die was bezahlt. Und für sonst für Selbstständige und Angestellte gilt eigentlich immer, du musst richtig gut verdienen und du musst so viel Geld haben, dass du auch in der Rente richtig viel Geld hast, um dann die Beiträge zahlen zu können. Dann ist das in Ordnung. Aber das ist wichtig. Es ist kein Modell zum Geld sparen, sondern das Modell, wo man mehr Geld für seine Gesundheit ausgibt, für vielleicht auch mehr Leistung. Wir haben Sie gestern gebeten, liebe Zuschauer, uns Fragen zu stellen zum Thema. Wir haben viele, viele E-Mails bekommen. Vielleicht zwei ganz kurz. Da geht es um das Thema, kann ich wechseln, wenn ich jetzt im Alter merke, das wird mir zu teuer oder ich habe weniger Einkommen. Kann ich problemlos wechseln von der privaten in die gesetzliche? Nee, oder das also nicht. Also Herr Skowronik fragt zum Beispiel, er wird dieses Jahr 55 und er will oft mal wechseln. Geht das bei ihm noch? Das ist allerhöchste Eisenbahn. Also ab 55 ist es total schwer, überhaupt noch rauszukommen. Und wenn man bis 55 kann man von der privaten wieder in die gesetzliche wechseln unter zwei Bedingungen. Also entweder, wenn man selbstständig war, man wird angestellt und man verdient nicht viel Geld, dann kann man wechseln. Oder wenn man angestellt ist, wenn man als Angestellter deutlich weniger Geld verdient oder beispielsweise arbeitslos wird, dann kann man wieder in die private, in die gesetzliche hineinwechseln und bezahlt dann halt deutlich weniger an Beiträgen dort. Aber Selbstständiger eher nicht. Wir haben ja einen Fall eines 42 Jahre alten Mannes, der hat jetzt deutlich weniger Einkommen, offenbar kann sich die nicht mehr leisten. Sich anstellen lassen ist die beste Variante für so jemand. Okay. Je älter man wird, desto höher werden die Beiträge. Und wenn die Rente kommt, dann wird es für viele so richtig schwierig, auch für Hilde Stark. Hilde Stark kann ihre private Krankenversicherung bald nicht mehr bezahlen. Jedes Jahr steigt ihr Beitrag um etwa 20% und frisst damit ihre kleine Rente auf. Und das, obwohl ihre Selbstbeteiligung inzwischen bei 1.000 Euro liegt. Die muss sie also zusätzlich zu den ohnehin schon hohen Beiträgen aufbringen. Ich versuche, den Arzt zu meiden, wo ich kann, weil ich mir das einfach nicht leisten kann, erstmal das ganze Geld zusammenzusparen. Ich meine, andere, die können auch mal einen Urlaub machen, aber ich kann das nicht. Ich muss halt erstmal diese 1.000 Euro überhaupt zusammensparen, um im nächsten Jahr zum Arzt zu gehen zu können, ne? Hilde Stark hat immer viel gearbeitet. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie mühsam ein Brautmodengeschäft aufgebaut und dafür jeden Cent gespart. Trotzdem kann sie sich heute kaum etwas leisten, denn sie kommt aus ihrer teuren Versicherung einfach nicht mehr raus. Und in die gesetzliche kann man ab 55 nicht mehr zurück. Der einzige Ausweg wäre das Sozialamt.
Ich weiß nicht, ich habe mein ganzes Leben lang für mich selber gearbeitet. Ich habe noch nicht einen Pfennig von irgendjemand bekommen und da würde ich auch nicht hingehen wollen. Also das wäre der letzte Gang. Und diesen letzten Gang möchte sie auf keinen Fall gehen müssen. Ja, was kann man tun, wenn im Alter die Beiträge so hoch werden, dass man sie kaum noch zahlen kann? Herr Kalkowski hat uns auch geschrieben, er würde im nächsten Jahr Rentner, dann fällt der Arbeitgeberzuschuss weg, er muss das alles allein übernehmen. Es gibt die Frage einer Frau, wo bei ihrem Mann mittlerweile die Krankenkassenkosten höher sind als die Rente, die der Mann pro Monat bekommt. Was kann man tun? Also das Erste ist, normalerweise ist es im Alter auch so, dass nicht völlig wegfällt, was der Arbeitgeber vorher gezahlt hat. Aber da orientiert sich dann die Rentenkasse an dem, was man für eine gesetzliche Kasse dann zahlen würde. Und das ist eben nur ein kleiner Teil von den hohen privaten Kosten, die man hat. Was man machen kann innerhalb der Versicherung, ist in der Versicherung wechseln. Die meisten Versicherer haben mehrere Angebote am Markt und häufig gibt es preiswertere Angebote des Versicherers, in die man dann hinwechseln muss. Das Ärgerliche dabei ist, der Versicherer bekommt dann weniger Geld für die gleiche Leistung. Das tun die nicht gerne. Das heißt, die erzählen den Kunden nicht gerne, dass man die gleiche Leistung für 20%, 30% weniger auch bekommen kann und helfen auch nicht richtig, obwohl es dieses Recht für jeden Kunden gibt, in einen solchen preiswerteren Tarif zu wechseln. Was kann man da tun, wenn man nicht so erfahren ist, also auch im Umgang mit diesen ganzen Versicherungsregelungen? Und Sie haben auch Kunden ja befragt, die gesagt haben, da war ein Kampf über Monate und trotzdem haben die nicht gewechselt. Was kann man tun? Also was man machen kann, man kann einen Versicherungsberater in Anspruch nehmen, eine Verbraucherzentrale. Es gibt auch einige Firmen, Beitragsoptimierer und Widget heißen die, mit denen man sowas machen kann. Also die helfen einem dabei, diesen Vertrag zu wechseln. Das kostet ein bisschen Geld, aber am Ende spart man natürlich eine Menge Geld, weil in der Tat die Versicherer sich ein bisschen bockbeinig anstellen. Und wer da nicht so versiert ist, wer nicht weiß, wie man sowas macht, der hat da Schwierigkeiten. Wir haben einen Arzt gefunden, der hat das sehr schön aufgeschrieben, wie er das gemacht hat. Aber der hat natürlich auch seinen Lebtag nichts anderes gemacht, als mit einer privaten Krankenversicherung umzugehen und weiß, wie man denen Briefe schreibt, damit die parieren. Wie groß ist das Einsparpotenzial beim Tarifwechsel innerhalb der eigenen Gesellschaft? Da sind schon einige 100 Euro drin im Monat. Pro Monat? Pro Monat, ja. Hängt davon ab, was man jetzt konkret für einen Vertrag hat. Nun ist immer wieder auch die Rede vom Standardtarif oder auch vom Basistarif. Für wen wäre das eine Lösung, wenn es dann schwierig wird im Alter mit den Beiträgen? Also für Leute, die schon länger privat versichert sind, gibt es den sogenannten Standardtarif. Das ist im Grunde eine Leistung, wie man sie in der gesetzlichen Kasse auch bekommt. Die ist aber sozusagen, kostet dann normalerweise auch das Gleiche, also 600 Euro. Maximal. Man hat aber seine Alterungsrückstellungen ja, wenn man lange privat versichert gewesen ist. Und das heißt, die gehen ab. Das heißt, man bezahlt eben nicht diese ganzen 600 Euro und dann wird man doch, kommt man deutlich unter die 600 Euro. Man ist aber bei der Leistung bei dem, was eine gesetzliche Kasse bezahlt und nicht bei den vielleicht höheren Leistungen, die man sich mal geleistet hat. Aber man kann es überhaupt bezahlen, vielleicht auch man in Urlaub fahren. Man kann es aber bezahlen wenigstens und kann dann vielleicht auch in Urlaub fahren. Ja. Was ist mit dem Basistarif? Das ist eine neue Regelung. Seit 2009 gibt es ja die Regelung, dass jeder krankenversichert sein muss und damit Leute, die privat versichert waren und nicht in die gesetzliche zurück können, auch krankenversichert werden können, können die einen solchen Basistarif bekommen. Der ist auch teuer. Da kommt man nur zu billigeren Konditionen, wenn man tatsächlich beim Sozialamt ist. Wenn man auf Hartz ist, wenn man Grundrentner ist, dann gibt es da deutlich günstigere Konditionen, sonst aber nicht. Also Kostenfalle, Privatversicherung, kompliziertes Thema im Einzelfall. Immer wenn Sie Fragen haben an Hermann Josef Tenhagen zum Thema, jetzt bis 19.30 Uhr noch für Sie am Telefon. 01802-8202 ist unsere Servicenummer. Fragen Sie ihn bis 19.30 Uhr. Und ansonsten haben wir alles nochmal zusammengefasst für Sie, liebe Zuschauer, im Internet, im RBB-Text und natürlich auch, Herr Tenhagen hat das gemacht, im aktuellen Heft von Finanztest ab heute am Kiosk, ans Telefon. Vielen Dank Ihnen für die Informationen. Ja.